Ey, meine Freunde, was geht ab bei euch? Ich bin hier am Start mit einem neuen Summon of War Video. Heute ist Free Removal Day. Das heißt, wir können heute unsere YOLO Monster Serie fortsetzen. Das heißt, wir geben jeden Monat am FRR irgendeinem merkwürdigen Monster die Runen von meiner Kata. Beziehungsweise ein paar Attacker-Runen. Es sind nicht alle Runen von Kata, aber ein paar Runen. Diesen Monat testen wir Damage Barretta. Ich habe eben Skenia gefragt. Sie hat Barretta vorgeschlagen. Und ich denke, Barretta ist eine gute Möglichkeit, mal zu sehen, wie viel. Also ein gutes Testobjekt, sagen wir es mal so. Und ich bin gespannt, wie viel Schaden er macht. Das Witzige ist, damals, ganz schon vor, keine Ahnung, 2 Jahren oder so, war ich auf Accounts, habe Account Reviews gemacht und Leute haben immer Damage Barretta gewonnen. Ich habe jedes Mal gesagt, das lohnt sich nicht. Ruhnt Barretta nicht auf Damage. Barretta ist kein Damage-Stealer. Auch weil ich glaube, das steht sogar Damage-Type, oder? Gucken wir mal ganz kurz. Also Barretta ruhnt man als Supporter für TOA. Man will eigentlich nur, dass die Dots landen und dass man mit dem zweiten Skill die Attack-Leiste zurücksetzt. Aber man will keinen Damage auf ihn haben, weil er durch die Dots eigentlich Damage macht. Aber Barretta ist wirklich ein Attack-Type. Ihr seht gleich seine Stats. Also er hat Max-Skills, dritter Skill ist ein AOE. Ich bin so gespannt, wie viel AOE-Damage er macht mit einem Galeone. Wir werden es gleich in der Arena und im Szenario testen und dann zum Schluss mal in RTA. Zweiter Skill ist Single-Target, erster Skill ist Single-Target. Steht nirgendwo, dass er mit Attack oder mit Speed oder mit irgendwas skaliert. Er wird wahrscheinlich mit Attack skalieren. Wir bekommen aber sogar einen Crit-Buff, wenn wir critten. God damn. Okay, meiner ist auf Zorn broken. Ich habe die Wille-Rune ausgetauscht, weil die Wächter-Rune hier irgendwie schicker ist für ihn. Wir haben überall so ein bisschen Attack, Crit Rate, Crit Damage, extra Speed und ein bisschen HP. Kaum Accuracy, aber uns interessieren ja nicht die Dots. Wir wollen den Schaden sehen. Das heißt, wir haben heute ein 235% Crit Damage Barretta. Holy moly. So sehen seine Stats aus. Eigentlich ganz okay. Wir haben so plus, also insgesamt 161 Speed. Dann haben wir ja vernünftige Attack und noch so ein bisschen decent HP und 74% Crit Rate dürfte ausreichen. 8% Accuracy ist natürlich eine Katastrophe für einen Barretta. Aber es wird, denke ich, lustig werden. Oh Gott, okay. Ich würde sagen, wir testen ihn als allererstes mal hier, ja, Barretta. Wir nehmen natürlich noch dazu einen Zyros mit. Wir wollen ja wirklich, oder sollen wir zuerst Arena? Erst Arena und danach Szenario. Wir wollen ja erstmal, wir wollen danach ja erst überrascht werden. Wir versuchen jetzt erstmal in der Arena irgendwas zu machen. Wie sollen wir gegen die Leute hier bitte mit Barretta angreifen? Also wie sollen wir hier mit Barretta, what the fuck, how the fuck, wie sollen wir da irgendwie was hinkriegen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, ob es vom Speed her passt. Glaubt ihr, das passt? Nein, bitte schickt mir irgendwas Einfaches. Der wird überall sterben. Das ist das Problem, wenn man dann keine schwachen Gegner in der Arena hat. Der wird hier gegen jedes Team sterben. Kann das sein? Ich glaube schon. Sieht nicht so gut aus für Barretta. Ich glaube, wir refreshen einfach die Liste. Oder wir machen das hier. Ich glaube, das ist ganz okay. Wir nehmen anstatt Trinity einfach jetzt, wir nehmen Zyros Leader. Dann nehmen wir Galeone Nummer 2. Ist eine richtige, bitte. Ja. Und dann nehmen wir Barretta. Weil es vom Speed her jetzt nicht perfekt getuned ist, bin ich mir unsicher, ob mein langsamer Galeone vor Zyros drankommt, wenn Zyros in der ersten Position ist und wir keinen 33% Speed Leader haben. Deswegen möchte ich lieber mal auf Nummer sicher gehen und mach das so. Barretta, wo bist du? Mein Barretta ist ganz vorne, richtig? Oh mein Gott, Barretta einfach als Damage Dealer gegen einen Feueraffen, Retesh, Beta und Praha. Das kann nicht klappen. Aber wir machen es trotzdem. Let's go! Ich habe leicht Angst und machen mir Sorgen. Aber das kriegen wir bestimmt hin, richtig, Barretta? Klar! Okay.
Bitte mach keinen Shit. So, Galeone kommt jetzt zuerst zum Zug. Lande erstmal alles, Galeone. Lande. Sehr gut. So, Saurus, du machst jetzt deinen Reset. Ich brauche den, ja? Dringend. Kriegen wir es hin? Reset. Abklingzeit, Abklingzeit, Widerstand, Widerstand. Aber okay. So, der Feueraffe kommt dazwischen zum Zug, weil mein Beretta natürlich nicht vom Speed getuned ist wie die anderen. Aber kriegen wir es hin, bevor die Pra jetzt ihren AOE-Heal macht, rechts die Beta zu killen? Ich glaube irgendwie nicht, aber wir werden es jetzt sehen, wie viel Wut des Phönix bei einem 235% Crit Damage Beretta macht. Ich bin so gespannt. Bitte mach viel Schaden. Warte, ich mach's auf Einfallgeschwindigkeit. Mach viel Schaden! 6000 bei dieser Beta? What? What? Aber den Retash hat's gekillt? Hä? Ich hab's jetzt nicht so ganz gecheckt. Ihr seht's wahrscheinlich in der Wiederholung besser. Aber jetzt bin ich gespannt. Ah ja, der Feueraffe kommt dazwischen zum Zug. Ich mach jetzt erstmal das hier. 12.000 Turbulence. Gar nicht mal so übel, hä? Huh? Gar nicht mal so übel. Beretta. Ich habe jetzt den Schaden nicht wirklich gesehen. Aber das hat geklappt. Also es hat geklappt. Klar, critten wir jetzt die Praha nicht. Und es ist doof, in einem AOE, also in einer Cleave, zwei Feuermonster mitzunehmen als Damage Dealer, weil man ja ein bisschen Ausgleich schaffen will. Also zwei verschiedene Elemente oder ein neutrales Element wäre natürlich cool. Grads Eladriel. Aber ist ja nur aus Spaß heute für den Test hier. Bam. Beretta. Okay, also wenn ihr keine Cleave habt, baut euch ein Damage Beretta. Das war sogar Tando. Einfach mit Beretta kaputt gemacht. Das war lustig. Okay, wir machen noch einen Test. Weil ich es nicht genau gesehen habe. Sollen wir es hier machen? Das Ding ist, der Orion darf uns nicht strippen. Wir haben keine Willruhen auf Beretta drauf. Wir könnten es versuchen. Oder das hier. Na, das ist zu viel Wasser. Ich glaube, wir machen es gegen den hier. Bitte, Orion, nicht strippen, nicht einen Defense Break auf Beretta landen. Bitte, 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 bitte. Oh! Okay, meine Tiana kommt dazwischen zum Zug, Gott sei Dank. So, ich bin so gespannt auf Berettas Damage jetzt hier bei dieser Perna. Ach Mann, ey, du Idiot. Galeone, you Idiot. Der Windaffe kriegt ja weniger, weil er die Passive hat. Reset, Widerstand, aber okay. Sehen wir den Schaden jetzt bei dieser Shazoon. Einfallgeschwindigkeit. Bam. 22 Beretta. Beretta mäht die nieder mit seinem AOE. Ist nicht so viel, also 22.000 ist jetzt nicht so viel, aber hey, eigentlich ziemlich decent, oder? Also, wir landen ja sogar dort, wenn wir Accuracy hätten. Hey, ich finde Beretta irgendwie lustig als Damage Dealer. Ich widerrufe meine Aussage von damals und sage, Damage Beretta gibt doch irgendwas her. Also bitte nicht nachmachen, aber es ist schon irgendwie amüsant. Es ist schon ziemlich amüsant. Mann, ich weiß nicht, ob wir das hier irgendwie hinkriegen. Vor allem, weil die ja dann ihren Dings-Status macht, aber ich will die Louise angreifen. Wir machen jetzt erst das hier. How the fuck does it work? Wir gucken gleich den Schaden vom zweiten und ersten Skill an. Oh my god, bitte überlebe. Oh, wieso Ciara? God damn, diese fucking Ciara. Das war dann ein bisschen zu krank für meinen Geschmack, aber wir hätten es eigentlich überlebt. Mann, jetzt das hier. Wir haben jetzt keinen Attack Buff und keinen Defense Break. Wir können jetzt nichts machen, außer die mit Dots töten. Wir landen sogar Dots, obwohl wir keine Accuracy haben. Und die Pra stunt. Shit. Shit, und die Perna hat auch resisted. Oh Gott. Okay, das machen wir jetzt aber nochmal. Die Pra ist eine kranke, dumme Kuh. Wenigstens, als ob die schon wieder einen Qualstun einbaut. Oh Gott. Aber okay, Beretta hat mich überzeugt, muss ich sagen. Wir haben auch dieses Ciara da gekillt gerade. Das war's wert. Ist mir jetzt egal, ob ich verliere. Also, spielt keine Rolle. Ist ja nur aus Spaß jetzt hier. Ist ja keine Rush-Hour gerade, aber trotzdem. Jetzt mach keinen Shit. Bitte. Ciara, mach keinen Shit. Sehr gut. Diese Praha ist eine verdammte BS
Bitch, sorry, aber Gott, jetzt haben die auch noch Anti-Crit drauf. Aber ist uns egal. Wir mal sehen, wir killen die jetzt. Ah, 12.000, aber no Crit. Ah, schade. Aber hat er gut gemacht, hat er gut gemacht. Also Barretta ist schon... Barretta ist Beast, hä? 7.000 ohne Defense Break, Crit bei Praha. Barretta! Man, man, man. Okay, jetzt noch das zum Abschluss und dann Szenario, dann RTA. Holy shit, Barretta. So, wir machen jetzt das. Ich hoffe, die cutten nicht. Wie gesagt, bei meinem Barretta ist ein Tick zu slow, glaube ich. Aber ich hoffe, wir kriegen das hin, oder wir resetten. Nice reset. Oh, okay. So, jetzt, zeig mir deinen Damage, Barretta. Kill die Monster. Für so 23.000 AOE und die Dots auch noch. Man, Barretta, neuer Damage-Dealer. Fusioniert euch zwei. Einen für TUA als Supporter, einen als Damage-Dealer. Holy Barretta ist cool. Okay, machen wir jetzt mal den Test im Szenario. Es ist schon irgendwie lustig. So, Zyros-Leader. Dann Barretta ist ganz vorne. Barretta. Und dann nehmen wir... Ne, wisst ihr was? Zyros-Leader ist ja irgendwie doof. Wir wollen ja mal den normalen Schaden sehen. Nicht in normal, sondern in hell. Von Barretta alleine. Nicht jeder hat einen Zyros-Leader. Machen wir es lieber so. Mit meinem zweiten Galeone. Auch nicht jeder hat einen Galeone, aber versteht, was ich meine. Aber Defense Break und Attack Buff zeigt uns, wie viel Damage er machen kann. So, wir machen erstmal den AOE Defense Break. So, und dann machen wir jetzt den dritten Skill. Den haben wir gesehen. In der Arena macht er so 26.000 und landet zwei Dots. So. Wir haben 29.000, 25.000. Wow. Der macht mehr Damage als manche LD-Nuker, die noch nicht so oben dabei sind bei den Netfiles. Also die noch einen Buff vertragen können. Man, so gut. Okay, erster Skill ohne Attack-Buff macht 17.000. Das ist meh. Ja, aber der dritte Skill ist eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. AOE. Man kann ihn natürlich auch auf Qual ruhen. Also normalerweise ruht man ihn immer auf Qual. Aber man kann ihn auch auf Crit, also mit Crit Damage auf Qual ruhen. Und dann landet Dots, kann stunnen und macht decent Damage. Also das ist eigentlich ganz okay. Gucken wir mal, wie viel wir im zweiten Skill machen. 41.000 Barretta. What? 41.000. Jetzt bin ich auf den ersten Skill gespannt. Bam, 26.000. Also der erste Skill ist so meh. Der macht auch nicht wirklich viel. Aber der zweite Skill ist Beast. Und der dritte Skill auch. Und wir lernen ja auch noch die Dots. Nice. Ich bin gespannt, ob wir irgendwen überraschen können in RTA. Wäre mega lustig. Ich denke, wir haben den Schaden jetzt gesehen. Wir machen jetzt dreifache Geschwindigkeit. Dann machen wir nochmal das hier. Turbulence. Der hat mehr Defense, deswegen machen wir da jetzt nur 30.000. Die Blumen hatten viel weniger. Deswegen haben wir da, wie viel? 41 gemacht oder so. Aber nice. Gefällt mir. Ja, also Barretta ist schon irgendwie... Also nicht nachmachen, jetzt ohne Witz. Bitte nicht. Nur aus Spaß. Aber hey, er hat mich schon überrascht. Ich hätte nicht so viel von ihm erwartet, dass wir da Tando oder so besiegen können. Mit diesem Team. Okay, RTA. RTA. Wir gehen in einen Raum rein. Freundescontest. Haben wir hier irgendeinen? Wir haben... Ich glaube Noob. Hier sind nur 4-Stars. Ja, wir gehen in den Noob-Raum rein. Ich hoffe, da kämpft einer mit uns. Und bitte nicht einer, der Rotstern ist oder so. Können wir irgendwen angreifen? Den hier vielleicht. Ich schneide euch das raus, bis er angenommen hat. Bis gleich. Yes, wir kämpfen gegen Splitting. So, wo ist mein Barretta? Hier vorne. Ich bin so gespannt. Als ob der meinen Galeone klaut. Okay, wir nehmen Barretta. Wen haben wir noch? Gemini und Kona, ha? Richtig. Als Attack Buffer. Oder Megan. Megan können wir auch nehmen. Ja, nehmen wir Megan. Und dann irgendwas, das er bannen will. Also, ich nehme erstmal noch Tiana mit. Und dann nehme ich noch einen Zyros mit. Und dann bannt er ja hoffentlich Zyros, richtig? Bannt er Zyros?
Ich denke, er bannt Cyrus, oder? Ich hoffe, er bannt Cyrus. Cyrus, wo bist du? Bitte bannt Cyrus, sag mir, dass er Cyrus... Bannt er Cyrus? Ich glaube, er bannt Cyrus, oder? Bannt Cyrus. Bannt Cyrus. Bannt Cyrus. Cyrus! Wehe, er bannt Barretta oder so. Bannt Cyrus. Wird Cyrus bannen, richtig? Sagt mir, dass er Cyrus bannt. Ich habe immer so Angst, wenn ich das in RTA mache. Die bannen immer dann Barretta oder letztens dann Ariel oder genau das, was nicht gebannt werden darf. Ja! Man, du bist so gut. Wir können sogar Attack Power Leader nehmen. Mein Barretta wird jetzt deine Charlotte. Ich frage mich aber, warum er Charlotte und Tasha nimmt, wenn ich mit einem Feuermonster reingehe. Naja, vielleicht hat er keine anderen Net 5s oder so. Aber nice! Läuft perfekt. Ich denke aber, wir sind schneller als die Chloe. Ja. Wir machen jetzt erstmal einen AOE Defense Break. Sehr gut. Dann versuche ich hier einen Defense Break zu landen. Hat leider nicht geklappt. Wir machen jetzt das hier. So. Übrigens, falls ihr euch wundert. Barretta! Bam! Barretta ist so gut. Falls ihr euch wundert, warum mein Gemini schneller als meine Tiana ist. Entweder war es die falsche Tiana oder ist die richtige Tiana. Ist egal. Auf jeden Fall, Tiana 2 bekommt noch andere Runen. Also ist heute noch FRR, aber ich habe noch keine Zeit gehabt, Runen zu tauschen. Holy shit. Das war gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. So viel zum Barretta-Test. Ich zeige euch nochmal die Stats. Wenn das, also das auf Qual wäre eigentlich ziemlich decent. Also wenn das auf Qual wäre, wäre es nice. Und dann Qual Wille. Ich könnte die Wille-Rune ja wieder reintauschen. Aber 235% Crit Damage Barretta macht schon decent Damage. Ihr habt jetzt so einen ungefähren Überblick, wie viel Damage Barretta machen kann. Sein Base Attack Wert ist natürlich shit, 681. Deswegen profitiert er von den zwei Attack-Runen nicht so sehr, wie jetzt einer, der 800 oder 900 da hat. Aber es ist schon lustig, also das war es wert. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sehen uns im nächsten Sound of War Video wieder. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.